Ich war vor Jahren hier, als ich ein Kind war. Ich habe die ganze Fabrik unentdeckt erkundet. Ich konnte einen Dämon unter der Fabrik spüren. Der Succubus, ein uraltes Wesen. Wir glauben, dass er die Quelle der psychotropen Zutat ist. Damit können sie uns kontrollieren. Willkommen, Besucher der Virility-Fabrik. Dank seiner Geheimzutat ist Virility das beliebteste Erfrischungsgetränk auf der Welt. Und es wurde bewiesen, dass es bei täglichem Konsum das Abnehmen um 21% erleichtert und die Leistung im Bett um 63% erhöht. Glauben die Leute so einen Schwachsinn wirklich? Wenn man etwas oft genug zu hören kriegt, glaubt man es meist. Man sagte, ich wäre wahnsinnig, weil ich Dämonen sehe. Ja, wir wollten sie auch weismachen, ich gehöre in die Klapse. Sie wollten mir Drogen geben, haben behauptet, das würde helfen. Sie haben gelogen. Sie wollten mich nur schwach und gefügig machen. Wie hast du die Wahrheit herausgefunden? Virgil hat mich aus den Albträumen geholt. Und du? Wenn die Leute, denen du vertrauen sollst, sich als grausame, kindermordende Dämonen herausstellen, öffnen sich deine Augen für das Böse um uns herum. Ich habe mich widersetzt, zurückgeschlagen, getötet, egal was es gekostet hat, zugegeben. Manchmal hat es viel gekostet. Und nach all der Wut, dem Schmerz und der Gewalt muss man in sich gehen. Tief ins eigene Herz und sehen, ob man noch man selbst ist. Sich fragen, ist man noch immer ein Mensch? Im Inneren wusste ich einfach, dass ich nicht spinne. Hier, werte Damen und Herren, verbinden sich die magischen Zutaten, um den einzigartigen Geschmack von Virility zu erschaffen. Der Succubus ist tief in der Fabrik versteckt, doch man kann ihn nicht einfach so aus unserer Welt erreichen. Nur aus dem Limbus. Drin gibt's einen Spalt. Keine Sorge, unsere vertrauenswürdigen und ehrenhaften Wissenschaftler sind der Meinung, dass unser Getränk sicher und vorteilhaft ist. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Devil May Cry. Mit euren Yuichiro Yakuya. So, warte mal. Aber wir können hier keine Waffen nutzen, wa? Okay, bleiben wir bei. Wir können nicht springen, wir können gar nichts machen. Ah, okay. Wir sind jetzt in der Getränke-Station. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Ich kontrolliere lieber alles. Ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Ah, hier geht's um Kreis. Albträume. Vorbei, das sind sie. Sie scheint auf jeden Fall eine schwere Vergangenheit gehabt zu haben. Lauf einfach weiter. Aha, hier gibt es auch einen Weg lang. Gehen wir hier lang. Denn hier könnte überall etwas sein, wisst ihr? Und noch bitterer ist, wenn man irgendwo langläuft und nichts hier ist. Mama mia, Santa Maria, erstmal wieder hochlaufen. Warum gibt es hier so einen Weg, wenn am Ende des Ganges nichts ist? Am Ende des Ganges. Dann erzähl mal weiter, junge Dame. Okay, dann gehe ich in andere Richtung. Wie kann überall hier nichts sein? Hier lagern sie die ganzen Waren für den Export. Schon komisch. Was? Ich habe erwartet, dass es größer wäre. Viel größer. Aber natürlich war ich nur ein Kind, als ich hier war.
Und im Limbus. Warum warst du hier? Um den Albträumen zu entkommen. Im Limbus wolltest du deinen Albträumen entkommen? Ja. War das denn schon wieder? Hat da gerade die Stimme gefehlt oder was? Ich halte meine Augen auf nach irgendwelchen Wegen. Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritten zurück zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist. Also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Den Succubus werden wir natürlich töten. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Irgendwie hat sie recht gehabt, das ist größer. Ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. So fett und dumm wie nie, trink Virility. Jo. Direkt erstmal umgucken, ob es dir irgendein Versteck gibt. Okay, ich habe irgendwas gesehen. So können auch sicherlich diese ganzen dickeren Dinger umschmeißen, wenn die auf uns zuspringen. Wisst ihr, was ich meine? Wo lang gehen wir? Es gibt zwei Wege. Ich entscheide mich jetzt aber mal hierfür. Okay, jetzt sind wir tot. Also runtergefallen, zumindest nicht tot. Mann, ich dachte irgendwie, man kann da hoch. Wahrscheinlich von da aus. Okay, jetzt sind wir hier ein bisschen verrückt. Da ist es. Dich will ich zuerst erledigen. Because bis Abstand das nervigste Vieh von allen. Also von denen, die jetzt gerade hier sind. Okay, die Axt bringt irgendwie wenig, aber ich will diese... Was mache ich hier? Komm, mache ich eine kurze Pause an diesem Spiel. Bin ich direkt wieder am Verkacken in den Kombos. Nee, komm her, du. Viele Wege hier. Und hier speicherst du.
Ganz komisch hier alles irgendwie. Ey, witzlos! Ich sterbe ja allein schon das Runterfallen. Na egal. Was ist das für eine witzlose Kacke? Er trifft ja ihn überall. Okay, da scheint sie sich nicht gegenseitig Schaden zuzufügen. Okay, wie soll ich die erledigen, ohne Schaden zu erleiden? Jetzt kommt auch dein Schild weg. Weißt du, das Problem ist, bei anderen, die machen anscheinend so viel Damage und der hält einfach unglaublich viel aus. Oh, pass auf, da habe ich was Gutes herausgefunden jetzt. Okay, es funktioniert nicht. Als ob mich das gehittet hat. Nee, keine Google-Kugel. Ach, egal. Game over. Also, weil ich so viel gefressen habe. Ich habe auch von ihnen treffen lassen, den Dicken jetzt gerade. Egal, nochmal. Wo lang geht's zur Mixanlage? Ja, Mama, so werden wir das schaffen vielleicht. Wir müssen jetzt das rote Ding erledigen.
So, so machen wir den jetzt down. Das ist nicht mein Gentleman. Okay, ich mag die Faust immer noch nicht. Ich versuch's aber, Leute, ja. Naja. Wie komme ich da oben ran? Aha, hier kann man hin. Hey, wenn hier keiner, muss auch hier was sein, oder? Nee, jetzt bin ich für alle Ewigkeiten eingesperrt. Höre aber auch kein Gestöhn oder so. Super Ding, der Teal ist cool. Oh, immer sich umgucken, ob es hier irgendwelche Verstecke gibt. Ja, man kann ja überall was verstecken und überall was hinten fallen, heißt es dann auch. So, erstmal Verbesserungen. Was haben wir hier? Wie kann ich auf die, wie kann ich denn hier die, Fernkampfwaffe switchen? Aha! Da habe ich was gefunden. Sieh mal einer an, was haben wir denn hier? Kupferschlüssel, Mamma mia, Santa Maria. Wo sich die sowas auskennt. Dann gib mir her einen von diesen Kupferschlüsseln.
Okay, da müssen wir hin. Jo. Aha. Was versteckt sich denn hier in der Ecke? Hier gibt es wieder verschiedene Wege. Ich will natürlich nicht vergessen, mein Freund. Geht noch weiter. Schaut mal, da ist ein Schlüssel. Dass man da drauf kann. Sehr gut, dass man das kann. Na, vor euch noch sehe ich mich gerade nicht. Ich habe gerade was Wichtigeres gefunden. I'm sorry. Diesen Schlüssel will ich da hinten haben. Wir kommen ja echt hinterher. Immer noch möglichst keinen Schaden erleiden, ganz wichtig. Oh. Das kannte ich nicht.
Okay, Fakt ist, es führt mich hin, wo es wichtig ist. Wie viele Geheimwege es einfach hier gibt. Das ist ein Silberschlüssel. Oh, Scheiße! Ach so. Ja, Theorie kann ich einfach hier runter, so, okay. Nett gesagt. So, ich denke, aus dem haben wir alles. Wir haben ordentlich was hier gefunden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und gucken lohnt sich wirklich. Machen wir den ja einfach. Da muss ich echt schauen, wie ich mit dem am besten umgehe. Weil der hält viel aus und ist stark. Witz! Nee. Aber ich habe mich gut geschlagen am Ende. Ich habe so eine Taktik gegen ihn rausgefunden. Okay, möglichst keinen Schaden erleiden zuerst, ganz wichtig. Der Typ ist so ein bisschen der Kracher unter den ganzen Gegnern. Er ist der Stärkste, aber nicht der Nervigste tatsächlich. Nervig ist alles, was mit Schild kämpft und so ein Zeug.
Fuck you, Dante. Okay. So, den machen wir ganz schnell down hier, ohne Kompromisse. Nee, warte jetzt hier lang. Hier gibt überall so viele Wege. Ich mag sowas gar nicht, wenn es so viele Wege in Spielen gibt. Dann weiß ich. Oh. Mixanlage. Das war auch so wie in die ganzen Waffen, ey, diese ganzen Fernkampfdinger. Die habe ich nie wirklich genutzt. Also gegen Schilder scheinen aber alle drei nichts zu helfen. Das ist gut zu wissen. Können wir hier weiter oder weiter geradeaus? Eigentlich jetzt nicht weiter zu gehen. Dann gehen wir hier lang. So, wir kaufen uns mal ein Gegenstand, hier so ein Lebenskreuz. Hier, da. Mehr Leben. Verbesserungen brauchen wir nicht. Davon trinken die? Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig, hier entlang. Gibt Ärger.
Einen Moment bitte. Au, careful war ja auf Englisch. Okay. Mama! Natürlich kriegen die keinen Schaden dadurch, nur ich. Mal gucken, ein bisschen ausweichen hier. Unmöglich. Jetzt geht's los. Nee, Mama. Nee, ich verwende dich jetzt cool, ich habe keinen Bock, das von vorne zu machen. Frage ich, wie das auf den Schwierigkeitsstufe aussehen soll, wenn man hier keinen Schaden erleiden kann. Wie soll denn das möglich sein? Das wird doch AIDS sein. So, jetzt haben wir Copy auch irgendwas Verstecktes.
Wir sind ins Abgrundtief eklig, wenn sie ja vorstellt, was dahinter ist, und dann lutschen die alle dran und dann irgendwie aus dem Körper wird irgendwas rausgesaugt. Das sah echt übel aus. Das? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus. Ich habe mich gerade echt nach vorn gebeugt, zu gucken, wie tief das geht. Vorm PC. Bin manchmal echt dumm. Viel haben wir übersehen? Jo, das ist einiges. Na gut, eine geheime Tür haben wir gefunden. Das war die mit der Bronze. Die Silbertür haben wir nicht gefunden. Und drei haben wir auch nicht gefunden, diesen roten. Alter, wie gut sind die einfach versteckt? Das wollte aber auch nicht mal sagen. Die sind einfach verdammt gut versteckt. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Hauptmenü und ich danke vielen fürs Zuschauen. Tschüss rein, euer Yoichiro Yaka, aka Hiroki. Bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.